1000 Zuschauer dürfen in das Eilenburger Illburg-Stadion, ein Hygienekonzept vorhanden, aber durchaus fraglich bei der Masse und Dichte der Zuschauer. Corona scheint in den Hintergrund gerückt zu sein vor diesem so wichtigen Sachsen-Pokalfinale. Um diesen Pott geht es bei der Partie zwischen dem FC Eilenburg und dem Chemnitzer FC. Der Absteiger aus der dritten Liga natürlich klarer Favorit im Duell gegen eine ambitionierte Oberligamannschaft, die den Schritt in die Regionalliga wagen möchte. Heute müssen sie auf zwei ihrer besten Männer verzichten. Tim Bunge und Philipp Sauer sind gelb gesperrt. Das wurde in anderen Landespokals auch anders geregelt. Die Gastgeber in dunkelblau von rechts nach links mit Kummer. Erster richtig guter Abschluss. Der 26-Jährige nimmt sofort die Fans mit in diese Party. Die Mannschaft von Daniel Berlinski mit Milde, einer von sechs aus dem Kader der vergangenen Saison. Und dem Auge für Freiberger findet noch niemanden. Hier fehlt noch die Teamchemie mit dem Neuzugang, der aus Lotte nach Chemnitz kam. Weiter Eilenburger Einwurf. Luis stark kombiniert mit Böttger. Und links wartet wieder Dennis Kummer. Der linke Mittelfeldmann mit den besten Chancen bislang. Aber hier fehlt auch das Quäntchen Glück beim Abschluss. Freiberger. Knechtel, gutes Auge für Breitfelder. Danny Breitfelder traf schon gegen Inter Leipzig im Halbfinale. Hier fast der Treffer. Andreas Naumann muss das erste Mal eingreifen. Müller im Zusammenspiel mit Köhler. Kombination klappt wunderbar. Und da ist Breitfelder. 0:1. Chemnitzer FC gerade mal 40 Minuten gespielt. Das war schon klasse kombiniert. Breitfelder, der sich lang macht und den Ball unten rechts in die Ecke spitzelt. Damit auch der 0:1 Halbzeitstand Chemnitz führt. Das auch soweit verdient. Das Spiel übrigens Beugelt vom Neuzugang von Robert Zickert, der noch an einem Innenbandriss laboriert. Er wird erst Ende September wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren können. Eilenburg reagiert auf den Rückstand, bringt Fiedler in die Partie. Vorher gibt's aber erstmal diese strittige Szene. Freiberger will einen Foul an sich von Nate gesehen haben. Schiri Tim Ziegler zeigt allerdings nicht auf den Punkt und das auch die richtige Entscheidung. Fußballerisch wird's inzwischen richtig gut. Köhler mit dem nächsten Versuch. Er scheitert erneut an Naumann, der ja in Chemnitz ausgebildet wurde. Hier wird den Gästen die gute Jugendarbeit zum Verhängnis. Die Himmelblauen nähern sich peu à peu dem zweiten Treffer an. Noch reicht es aber nicht. Glück hier für die Eilenburger bei diesem Pfostentreffer. Wieder Chemnitz und jetzt fällt wieder Freiberger. Diesmal ist es ein Elfmeter und auch diesmal ist es die richtige Entscheidung. Es tritt an Tobias Müller und Naumann hält. Der Matchwinner vom letzten Jahr im Pokalfinale verschießt diese Chance zum 0:2 und die Partie bleibt vollkommen offen. Bicke, der Mann mit Zweitliga-Erfahrung, kämpft sich durch auf links auf Freiberger. Das ist jetzt das verspätete 0:2. Chemnitz jubelt zur 71. Minute. Etwas Glück ist dabei für Kevin Freiberger. Wir schauen auf die Wiederholung und sehen, er köpft sich an das Knie. Und so der Ball unhaltbar für Naumann. Die Dramatik nimmt in Eilenburg seinen Lauf. Die Gastgeber geben sich aber noch nicht auf. Wieder Kummer über rechts mit diesem Pfund an die Latte. Diesmal steht da aber Hacher. Das ist der Anschlusstreffer. Eilenburg lebt noch. Nico Knaubel hat clever gewechselt. Sein Joker sticht mit Steven Hache, der hier nur abstauben muss nach der Vorarbeit von Kummer. Kann sich Eilenburg in die Verlängerung retten? 95. Minute wieder artistisch von Kummer, aber es bleibt dabei. Der Chemnitzer FC gewinnt mit 2:1 gegen den FC Eilenburg. 175.000 Euro und die Partie gegen die TSG Hoffenheim warten auf den verdienten Gewinner. Eilenburg war so nah dran, es reicht aber nicht. So sagen wir herzlichen Glückwunsch, Chemnitzer FC.